unser Fischautomat hier in Fisch, der ist als Idee geboren worden für die einheimischen Bevölkerungsteile, die halt nicht mehr so gut unterwegs sind, für sich Lebensmittel zu besorgen, hier etwas kaufen können, für Grundnahrungsmittel zu versorgen. Und zum anderen aber für Touristen, Wanderer etc., die hier durchkommen, auch eine Möglichkeit haben, an Lebensmittel ranzukommen. Wir haben hier verschiedene Produkte drin, von unserem eigenen Hof, den Fietz und den Fietz-Sekt und dann darüber hinaus noch die Eier und dann von regionalen Anbietern der Region Käse und Wurstwaren, Senf, Honig und so verschiedene andere Produkte. Und so als kleiner Schmankerl noch für die Touristen vor allen Dingen den Original Fischer Fietz-Sports, um den Leuten als Souvenir auch hier anbieten zu können. Zur Funktion, wir haben einen Automaten hier, den wird man mit Geld füttern, sprich mit Münzgeld oder Scheingeld bis 20 Euro. Das kann man hier dementsprechend in die Schlitze einwerfen. Über das Tastenfeld kann man die Preise abfragen bzw. die Fächer auswählen, wo dann dementsprechend die Produkte angezeigt werden und ausgegeben werden. Und für den Fietz bzw. Fietz-Sekt ist es im Jugendschutzgesetz vorgeschrieben, dass wir eine Alterserkennung haben müssen. Deswegen gibt es hier oben einen Kartenleser. Dann kann man mit dem Personalausweis oder mit dem Führerschein sein Alter nachweisen. Und damit haben Personen unter 16 Jahren nicht die Möglichkeit, an alkoholische Getränke ranzukommen, sondern sie müssen älter wie 16 sein. Ansonsten funktioniert es nicht.